12. Oktober. Das Dorf Malpartida de Cáceres. Fostel und seine Frau auf dem Balkon ihres alten Palacios. Die Leute aus dem Dorf stehen erstaunt und fremd zugleich vor den Bildern. Die Bilder sind den beim letzten Autodafé 1642 in Madrid verbrannten jungen portugiesischen Juden gewidmet. Mädchen von 12, 18, 21 Jahren. Muy bonitos los cuadros, dos mujeres, dos mujeres sentadas en la silla. La pobre Chepatona ya murió. Bueno. Esas son las puestas del sol. Die alten Frauen sprechen von Mysterien, Rätseln. Die Arbeiten erscheinen ihnen wie geheimnisvolle Kultobjekte. Ay, qué misterio. El abanico que se vuelve agresivo cuando una hace algo malo, se vuelve cuchillo. Lo lindo se vuelve malo. Muy bonito, en ustedes un gusto bonito. Fostel bringt die Bilder für den Film in jene Landschaft, in der sie entstanden sind. Sibirische Extremadura wird die karge, menschenleere Landschaft genannt. Es sind also einfache, reduzierte Materialien, die natürlich hier eine ganz große Wichtigkeit haben. Denn es gilt als Zepter, wenn ein Zigeuner einen einfachen Olivenzweig oder einen einfachen Olivenstock in der Hand hat. Oder der Stock des Hirten auf dem Land ist einfach ein magisches Objekt, war immer. Es ist nicht das Holzstück, was mich interessiert, sondern das gebrauchte Ritualobjekt. Ich werte eine Schwalbe, die ich ins Bild klebe, oder einen Stock eines Verrückten aus dem Dorf hier als besondere Kultobjekte auf, indem ich sie in die Bilder mit einnehme. Und ich stelle sie gegenüber von Materie aus der Natur, riesigen Kupferflächen, und konfrontiere letzten Endes figürliche Zeichnungen, damit die Höhlenmalereien hier aus der Gegend ähneln. Also insofern ist es stimmig in den Zusammensetzungen, aber wenn Sie das analysieren, ist es die Aufwertung von inferioren Materialien, was also Fluxus und Happening immer gemacht hat. In der Aktion und im Bild gefundene Dinge, die andere nicht als wichtig empfinden, aufzuwerten. Und dadurch auch zu neuen Sehweisen zu kommen. You know what a taxi driver said to me once? Yeah, yeah. Oh, Spain is producing very nice women. Susana, yo también quiero un poquito de jamón. Gracias. Meine Empfindung bei Knoblauchfilets, das ist ein Filetsteak vom Knoblauch. Pur. Weißt du? Durch oder blutend? Ja, natürlich, mit Öl. Mit Öl, also blutend. In seiner, ja, natürlich, rare, medium rare. Medium rare. Seignon, ja. Und wie viel isst man davon, wie viel Filets? Oh. Gott, Wolf, die sind ja so scharf. Ja. Gottes Willen. Natürlich. Hallo, ich habe toujours. Was ist los? Ça fait très longtemps, And this is the birthday, it's the birthday, the walking birthday. It's okay.
It's a meeting. Yes. Birthday is bullshit. It's a meeting. Yes, okay. You're all right. Inmitten einer urtümlichen Natur, in die skulpturenhafte Felsen wie von Zyklopenhand hineingeworfen scheinen, liegt das Museum, das Vostell sich schafft. Vostell konfrontiert seinen einbetonierten Wagen mit dieser Landschaft, die er zum Teil des Museums gemacht hat. Seit 1976 wächst es mit Hilfe des Bürgermeisters heran, offen für sein Werk und ihm geistesverwandter Kunst. An diesem Geburtstag sollen die Eingeladenen mit Wolf Vostell für 24 Stunden in einer Aktion der Gemeinsamkeit zusammen sein können. Die Aktion beginnt 12 Uhr mittags mit der Übergabe eines Buches, das seine Frau zusammengestellt hat aus Sätzen, die ihm Freunde gewidmet haben. Die Honoratioren des Dorfes sind gekommen, das spanische Fernsehen für eine Kunstsendung, portugiesische Kollegen, Freunde aus Berlin und Köln, aus Madrid und wo immer sonst her. Wie auf jedem Fest sind die Gäste erst einmal ziemlich hungrig. Der Maultierwagen mit den beim Sommeratelier geschlagenen Olivenbaumzweigen, die für das Fluxus-Konzert bestimmt sind, muss warten. Mercedes Vostell verteilt die große Paella. Die Gäste werden an einem langen Tisch Platz nehmen. Unter freiem Himmel sollen sie mit Vostell den Tag und die Nacht verbringen können. Ein Mann aus dem Dorf singt Vostell zu Ehren. Era una tranquila fuente, era una tranquila fuente de cristal. Y a la orilla de la fuente un caballero llegó. Y cortando de su tallo a la rosa, de su tallo, la cortó. Y era la rosa un tesoro de maquilate que el oro, de maquilate que el oro, para él. Y al notar el jardinero, que cuidaba con envero de ver, y anotar el jardinero que no estaba en el rosa, cantaba sin planidero, receloso. ¡Ah! De su mar, bien te quiere, bien te ama, ole, con fe. Quien se cortó de la rama que no estaba en el rosal. Thank you.
Die spanische Königin Johanna, Mutter Kaiser Karls des V., verfiel nach dem frühen Tod ihres Mannes Philipp des Schönen aus übergroßem Schmerz dem Wahnsinn. Natürlich sofort ausgesetzt den Widersprüchen in der Politik, den Ansprüchen der Gesellschaft, auch dem Fehlverhalten der Gesellschaft, und ähnlich reflektiert es ja auf mich, auf uns, denn ja auch problematischer. Das Leben ist problematischer, nicht nur äußerlich dunkler, sondern eben seelisch, psychologisch problematischer. Kunstgeschichte und Kulturgeschichte insgesamt ist der Garten der Lüste, ist das Paradies, von dem ich immer rede. Wenn man das erkennt, ist man im gewissen Sinne geistig befreit von Interessengruppen und von Korruption im täglichen Leben. Das ist das höchste Ziel der Menschen, als Kunstwerk aufzugehen, als kulturelles Nervensystem zu blühen und dann abzutreten. Die Havannas, wenn man nicht dran zieht, gehen sie aus. Oh, hier, La Caridad Romana. Das ist die Zeichnung, die ich früher schon mal kopiert habe. Caridad Romana, die Tochter, die ins Gefängnis geht, um ihren Vater davor zu retten, dass er verhungert. Und ihm deshalb ihre Brust anbieten.
Wenn Sie mich fragen, was in meinem Leben Bestätigung ist, dann ist die neue Form von Schönheit das Bewusstsein, mein Bewusstsein, dass Leben Gestaltung heißt und dass eben jede Minute im Leben komponiert werden kann und durchgestaltet werden kann durch mein künstlerisches Bewusstsein. Die Gesellschaft richtet sich nach anderen Kriterien, aber dann muss sie auch sehen, wo sie damit hinkommt.